Wir haben das lange nicht mehr gemacht, aber jetzt haben wir doch mal die Zahlen wieder rausgeholt. Die 7-Tages-Inzidenz heute, also 133,8, die Covid-Fälle 24.000 dazu und vor allem die Todesfälle am Tag, also das sind die Infizierten, die Neuinfizierten am Tag 24.000. Ja. Und Covid-Todesfälle 135. Das ist ja jetzt nicht nichts einerseits und andererseits, wie belastbar sind diese Zahlen? Weil wer lässt sich denn noch testen zum Beispiel? Naja, es gehen hier nur diejenigen ein, die sich haben testen lassen. Ja eben, und wer das macht heißt, das denn? Das heißt, es ist eher eine Unterschätzung. Also die tatsächliche Zahl derer, die sich infizieren, dürfte höher sein, dürfte deutlich höher sein. Aber wir sind jetzt also in einem Gleichgewicht ungefähr. Dieses Gleichgewicht ist ein Gleichgewicht, mit dem wir leben können, gut klarkommen können. Es ist aber nach wie vor, wie eben schon gesagt, also es ist nicht vorbei. Es gibt immer noch Todesfälle.